Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es mal weiter mit unserem Technikon. Wir müssen leider C wie Carbon überspringen, weil kenne ich mich nicht ganz so gut aus, muss ich mich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Und deswegen kommt jetzt erstmal D wie Dash und dann machen wir mit C wie Carbon weiter. Viele Leute unterschätzen dieses ganze Dash-System, ist aber eigentlich extremst einfach und praktisch. Jetzt geht, glaube ich, gerade draußen die Welt unter. Bitte entschuldigt, wenn es im Hintergrund ein wenig regnet, aber unsere Oberlichter machen ja ganz gut Radau. Also, wir haben im Sortiment dieses sogenannte Dash-System. Dash sagt eigentlich nichts aus. Eigentlich sind das sogenannte AN-Gewinde. AN steht für Air Force und Navy, weil diese Gewinde ursprünglich nämlich aus der Air Force und der Navy aus Amerika kommen, weil sie dort universell und einfach einsetzbar sind. Und somit haben die normalerweise als Abkürzung AN 3 bis, ich glaube, nach oben hin gibt es fast keine Grenze. Die Europäer oder auch die Amerikaner haben da aber ein Dash-Gewinde rausgemacht. So, es geht summa summarum um diese extrem sexy aussehenden blau-roten Verbinder, die man eigentlich vermehrt aus dem Rennsport kennt. Das heißt, im Rennsport werden hier auch ganz viele Leitungen rausgebaut. Wo fangen wir an? Pass auf. Wir fangen erstmal an. Ich habe mal so ein bisschen unser Lager geplündert. Ich würde sagen, ich stelle euch das Ganze einfach erstmal vor. Was macht dieses Gewinde? Also, diese Gewinde haben an dieser Stelle einen 37-Grad-Konus. Auf der Gegenseite, weiblich, männlich, auch ein 37-Grad-Konus. Wenn man die jetzt zusammenschraubt, hat man so eine krasse Flächenpressung, dass die extrem dicht sind. Also wirklich extrem, extrem, extrem. Das heißt, je nach Durchmesser kann man da wirklich bis zu 300 Bar drauf machen. Ne? So, 300 Bar ist schon wirklich saftig. Deswegen wird das Ganze auch früher wahrscheinlich viel im Flugzeugbau verwendet, weil da macht man viel mit Hydraulik. Hydraulik bekannt extrem nur Drücke. Und da waren die Gewinde natürlich dann perfekt für. 37 Grad. Das heißt, eigentlich könnte man auch dieses Gewinde SAE 37 nennen. Das wäre die europäische Norm dafür, weil 37 Grad Konus. So, im Fachjargon werden sie aber AN genannt, das heißt Dash. So, nee, das heißt nicht Dash, sondern AN sind die Größen und wir nennen es aber Dash-Gewinde. Wie kann man das Ganze skalieren? Ich zeige euch erstmal, welche Größen es gibt. So, das ist nämlich am coolsten. So, also, ich wühle hier mal ein bisschen rum. Das wird die übelste Männer-Bastelstunde hier, das kann ich euch schon mal versprechen. Aber das wird am Ende auch extrem cool. Ein Riesenvorteil von diesen Leitungen ist nämlich einfach, dass egal wo man ist, man kann diese Leitungen selber bauen und verpressen. Und genau das will ich euch nämlich zeigen. So, damit fangen wir jetzt mal an. Ihr seht hier die kleinste Variante, Dash 3. Wirklich mini. Gibt es auch noch in Edelstahl, da kommen wir aber später zu. Dash 3, Dash 4, Dash 6, Dash 8, Dash 10, Dash 12, Dash 16. Und wenn ihr hier angekommen seid, Dash 20, dann habt ihr es geschafft. Ich weiß noch, als Marius das erste Mal so ein Dash 20 Fitting in der Hand hat, da war für ihn klar, das Ding muss irgendwo verbaut werden. Und dann hat er ja diese krasse Entlüftung daraus gebaut. So, was ist eigentlich ein AN16? Sagt erstmal rein gar nichts aus, aber ist eigentlich ganz einfach. Wir kommen aus dem Amerikanischen, das heißt, stellt euch schon mal drauf ein, es geht immer um zöllische Maße. So, nun nehmt ihr den Innendurchmesser von einem Schlauch als Beispiel. Wir haben einen Schlauch, der hat 25 mm Innendurchmesser, sind 1 Zoll. 1 Zoll mal 16 gleich Dash 16, AN16. Das heißt, das eigentliche Gewinde gibt eigentlich den Innendurchmesser vom Schlauch an. Ist für die Hydraulik ganz wichtig, weil man so nämlich selber relativ schnell die Querschnitte ausrechnen kann und halt weiß, wie groß man den Schlauch auslegen muss. Also recht einfach, Innendurchmesser vom Schlauch in Zoll mal 16 gleich das Gewinde. Somit Dash 16, 1 Zoll, 25 mm Innendurchmesser. Somit kann man sich schon mal ausrechnen, Dash 20 wird nochmal deutlich mehr. Ist ein bisschen kompliziert zu rechnen, wenn man sich aber erstmal beschäftigt hat, kann man wirklich einen Schlauch nehmen, den Innendurchmesser messen, durch 16 teilen und schon habt ihr zöllisch das Gewinde. Also ihr müsst den Durchmesser vom Schlauch von Millimeter umrechnen in Zoll, die Zoll durch 16 teilen und dann habt ihr das Gewinde. So, jetzt habe ich es. Kommt also alles aus Amerika. Extrem cool. So, jetzt zu dem eigentlichen Dash-System. Wir fangen mal an. Das Ganze gibt es eigentlich in zwei Versionen. Es gibt einmal die normale Gummischlauch-Version. Das ist diese hier. So, dort gibt es dann zwei verschiedene Schläuche. Das sind ganz normale Schläuche, also was heißt ganz normale? Gummi, Stahlflex,
und dann nochmal eine Schutzschicht. Diese Schutzschicht gibt es wahlweise mit so ein bisschen Nylongeflecht drum oder die Schutzschicht gibt es auch mit einem Edelstahlgewebe. Hier kommt einfach eine Überwurfmutter rüber. Das Ganze kommt dann hier drauf. Und dann wird die Überwurfmutter dort drauf geschraubt und das Ganze ist dicht. Das ist die Version für sogenannte Niederdruckanwendung. Kann so je nach Durchmesser. Es ist immer Kraft mal Fläche bei dem Druck. Das heißt, je größer der Durchmesser wird, je mehr Kraft ist einfach auf dem Schlauch bei gleichem Druck. Deswegen kann ein größerer Schlauch immer weniger Druck ab als ein kleiner Schlauch. So, in diesem Bereich können wir schon bis 20 Bar hochgehen. Da würde ich dann allerdings auch irgendwann aufhören, weil das definitiv Limit ist. Für alle Anwendungen, die für mehr Druck sind, die sogenannte Teflon-Version. Die Teflon-Version hat innen drin eine Teflon-Seele, wie ihr hier seht. So, diese Version kann Druck ohne Ende ab. Also kann nicht nur viel Druck ab, weil es einfach ein tierisch fester Werkstoff ist, als auch jegliche Flüssigkeiten der Welt. Okay, jegliche Flüssigkeiten der Welt ist übertrieben. Jegliche Flüssigkeiten, die ihr in eurem Fahrzeug finden werdet, kann dieses Teflon-Innengewebe ab. Das heißt, jegliche Spritsorten mit Methanol, Ethanol und so weiter, Bremsflüssigkeit, Servoflüssigkeit, egal was, kann hier durch, problemlos. Die Version ist ein bisschen anders, damit die diesen krassen Druck ab kann, ist es in dem Fall so, dass man mit einer Dichtolive arbeitet. Das heißt, diese Dichtolive kommt zwischen Teflon und Stahlflex und presst sich am Ende, also wenn wir am Ende die Überwurfmutter draufziehen, pressen sich die beiden Lagen so krass zusammen, dass es wirklich, 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 wirklich krass dicht ist. Um in Zahlen das Ganze zu sagen, eine -8-Leitung, das hier ist ein -8A18-Gewinde mit diesem Durchmesser, was ungefähr Innendurchmesser 12 mm sind, kann sage und schreibe 80 Bar. So, das heißt, wir hatten bei Marius auf dem Golf diese Leitung zum Beispiel als Servo-Vorlaufleitung. Problemlos. Also jetzt 80 Bar ist, kann man ohne Probleme als Betriebdruck ansehen, passiert nichts. Wenn wir jetzt kleiner gehen in Richtung -3, haben wir tatsächlich auf einem Prüfstand schon 300 Bar auf eine Leitung gemacht und sie ist nicht geplatzt. So, und mehr konnte der Prüfstand dann nicht, ne? Und 300 Bar ist wirklich, da ist schon Zug hinter, ne? Wenn ihr das Ganze für die Bremse verbauen wollt, empfehle ich euch, ist auch Vorschrift in einigen Rennserien, die Fittinge aus Edelstahl zu nehmen. Zack, hier. Gibt es da nochmal ein Upgrade? Gibt die Fittinge aus Edelstahl auch. Dann könnt ihr das Ganze wirklich ohne Probleme für die Bremse auch nehmen, weil dieses Fitting an sich ist einfach so fest, dass da nichts passieren kann. Wir zeigen euch natürlich gleich noch, wie das Ganze verpresst wird. Aber erstmal würde ich euch gerne einen Überblick verschaffen, was es hier alles gibt, weil das ist wirklich brutal, weil die Vielfalt von diesem System, ich glaube, wir haben über 1000 verschiedene Produkte davon, weil man kann wirklich alles machen, egal wie, wo, was. Mit dem passenden Sortiment könnt ihr jedes Gewinde auf diesen Schlauch adaptieren, auf den nächsten Schlauch adaptieren, egal wie, wo, was. Ihr habt jetzt gerade erstmal gesehen, Variante 1, normal, Gummi mit Stahlflex, Variante 2, Teflon. Das Ganze gibt es dann natürlich in verschiedenen Varianten. Ich zeige euch mal als allererstes die Farbvarianten, weil das Ganze gibt es natürlich nicht nur in dem Blau, sondern gibt es am Ende auch noch in Schwarz. Heißt, das ist auch die Version, die ich immer verbaue, weil ich finde es halt deutlich dezenter. Typische Standard-Fitting in Gerade. Das ist ein 45-Grad-Fitting. Jetzt sieht man mal, wie klein die Abstände sind. Und es gibt tatsächlich auch ein 30-Grad-Fitting. Also man sieht kaum den Unterschied. Dann geht es weiter mit einem 90-Grad-Fitting. Wem das noch nicht reicht, kann ein 135-Grad-Fitting verbauen. Und wem das auch noch nicht reicht, gibt es tatsächlich ein 180-Grad-Fitting. Das heißt, egal wie ihr mit der Leitung irgendwie an euer Bauteil kommt, es gibt immer das passende Fitting. Gerade bei Flugzeugen auch wichtig oder auch Schiffsbau, nennt man es Schiffsbau? Schiffsbau, weil es gibt halt einfach Platzverhältnisse gerade so um den Motor rum, wo man eben nicht so eine riesen Schlaufe legen kann, sondern mit dem Fitting mit 90 Grad genau drauf kommen muss. 90 Grad, wenn euch das, wenn zu wenig Platz ist, gibt es das Ganze auch noch als sogenannten Blockwinkel. Block, das heißt, das Ganze ist nochmal ein Stückchen flacher. Ist nicht viel, aber hier könnt ihr in der Höhe nochmal 5 mm gewinnen, falls kein Platz da ist. So, das war jetzt der einfache Teil. Das Ganze gibt es in Blau und Schwarz, Teflon und normale Leitung. Jetzt geht es weiter mit, wie man das Ganze verbaut. Natürlich ist die einfachste Art und Weise, einfach
Ganz normale Adapter. Egal, welches Gewinde ihr an einem Bauteil habt. Es gibt ganz normale Einschraubadapter von jedem metrischen Gewinde, von jedem zöllnischen Gewinde auf das passende Dashgewinde. Einfach einschrauben und schon könnt ihr ab da oben mit dem Dashgewinde weiterarbeiten. Das ist eine Variante. Dann gibt es die Variante, man hat sogenannte Verbinder. Sowohl männlich als auch weiblich. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel zwei Leitungen habt und die beiden Leitungen miteinander verbinden wollt, dann könnt ihr einfach zack und zack und schon habt ihr zwei Leitungen irgendwo miteinander verbunden. Die Variante gibt es auch. Man kann auch, das sind, wir nennen sie Bulkheads, das sind sogenannte Schottwanddurchführungen. Extrem coole Sache. Wenn ihr zum Beispiel durch eure Spritzwand gehen wollt, gibt es diese Verbinder auch in gerade 45 und 90 Grad. Okay, wir haben Pech, passt nicht durch, aber stellt euch mal symbolisch vor, ich gucke gerade schon, ob wir irgendwas haben. Das ist euer Blech, Spritzwand. Zack, könnt ihr das Ding durchstecken. Dann kommt auf jede Seite eine schöne Unterlegscheibe. So sitzt das Ganze dann an der Karosse. Und dann wird das Ganze von hinten mit einer blau- oder schwarzen Unterlegscheibe gesichert. Und ihr klemmt euch quasi eine sogenannte Bordwanddurchführung in das Blech. Das heißt, am Ende könnt ihr von beiden Seiten einfach mit einem Fitting dran gehen. Das heißt, angenommen, du gehst durch den Innenraum, willst im Motorraum, kannst du einfach das Ding so ran machen, kannst im Innenraum gerade dran gehen, kannst motorraumseitig gleich um die Ecke so dran gehen. Und kannst schön die Leitungen ohne Scheuern, ohne alles, sauber durch ein Blech durchführen. So, dann für die Leute, die sich nicht entscheiden können, ob eine oder zwei Leitungen, gibt es das Ganze natürlich auch als Y-Stück. Das heißt, einmal reingehen, zweimal rausgehen. Für die Leute, die zum Beispiel eine fette Pumpe auf zwei Leitungen haben wollen, gibt es das Ganze natürlich auch noch als Reduzierer. Das heißt in dem Fall zweimal Dash 6 auf einmal Dash 8. So, dieses Spielchen könnten wir jetzt noch die ganze Nacht betreiben, weil es gibt wirklich alles. Dann geht es weiter. Es gibt sogenannte Reduzierer als auch Erweiterer. In dem Fall ist es ein Erweiterer, weil wir haben hier ein Dash 8 Gewinde. Und gehen tatsächlich auf ein Dash 10 Gewinde. Also wir vergrößern das Gewinde. Andersrum gibt es das natürlich auch zum Verkleinern. Wir gehen von Dash 10 auf Dash 6. Glaubt mir, es ist wirklich brutal. Gibt auch die Variante, dass ihr direkt mit dem Schlauch auf diese Ringöse geht. Und dann mit der Ringöse gleich direkt mit einer Hohlschraube in euer Gewinde geht. Ist an Stellen, wo ganz wenig Platz ist, manchmal auch ratsam. So, das heißt hier, zack, Schlauch drauf. Okay, Vorführeffekt, falsche Hohlschraube. Nee, doch, passt. Und schon könnt ihr direkt mit eurem Schlauch irgendwo drauf gehen. Dann gibt es noch jede Menge Kleinigkeiten. Das heißt, wir haben natürlich Anschweißgewinde. Wenn ihr irgendwie auf dem Catch-Tank, einem Benzintank, wie auch immer, ein Fitting festmachen wollt, haben wir natürlich sowohl Alu als auch Edelstahl zum Anschweißen. Dann gibt es noch Normalstahl zum Anschweißen. Da gibt es wirklich alles. Dann natürlich Verschlusskappen oder auch andersrum extrem praktisch beim Ein- und Ausbau Verschlussstopfen. Das heißt, Spritleitung ab, wenn es nicht den ganzen Winter lang rumsauen soll, könnt ihr einfach schnell den Stopfen rein, schon ist das Ganze dicht. Ne? Man braucht natürlich das ganze Zeug, aber dann kann man da extrem viel bauen. Dann geht es weiter, wenn man mal improvisieren muss, gibt es auch die ganz normalen Dashgewinde auf einen ganz normalen Schlauch mit Rillen, dass der Schlauch nicht runterfluppen kann. Das heißt, wenn ihr irgendwie einen Formschlauch habt oder einfach einen Schlauch am Auto, der da unbedingt bleiben muss, könnt ihr hier den Schlauch draufstecken. Durch diese Widerhaken kann der Schlauch nicht wieder runter. Zur Sicherheit noch eine Schelle drum, fertig. Die Version gibt es natürlich auch, nennt sich Push-On für einfach Schlauch draufstecken. Wenn ihr erstmal soweit seid, alle Leitungen fertig seid, gibt es natürlich noch die Möglichkeit, das Ganze schön zu befestigen. Dafür haben wir einmal eine Version gummiert. Kann man schön Leitungen an der Karosse zum Beispiel mit festmachen. Hier so, zack, durch. Und mit einer Schraube, Niete festmachen. Dann gibt es das Ganze natürlich auch noch ohne Gummi. In ein bisschen, ich sag jetzt mal, filigraner und technischer. So werden Leitungen viel bei Flugzeugen auf jeden Fall festgemacht. Und so, so gibt es eigentlich alles, was das Herz begehrt. Eine letzte Sache zeige ich euch noch, bevor wir an die Montage gehen. Wenn man zwei Leitungen nebeneinander verlegen will, kann man auch diese schönen Doppelhalter verbauen.
Ganz wichtig ist, damit es am Ende dicht ist, ist immer die sich zu überlegen, was für ein Gewinde könnte es sein. Wir haben hier zum Beispiel unseren Benzindruckregler und in so einem Fall ist es so, das ist auch ein Dash-Gewinde, wie man sieht, Dash 6. Wenn wir jetzt dieses Dash 6 Gewinde hier reindrehen würden, würde es aber niemals dicht werden, weil da drin der Konus fehlt. Wir haben hier drin nicht diese 37 Grad. Das heißt, wenn wir den hier reindrehen würden, würden wir es zwar mit einem Kupferring, mit einem O-Ring hier zwischen dicht kriegen, aber eigentlich ist das ein sogenanntes ORB6 Gewinde. Das heißt, das ist ein Gewinde, was dafür vorgesehen ist, dass ein Dichtring dazu kommt. Es ist also das gleiche Dash-Gewinde, aber mit einem Gummiring. Gibt es auch. Wir haben hier quasi ganz normal ein Gewinde, also ein ganz normales Dash-6-Gewinde zum Eindrehen mit Dichtring. Zack, ist es dicht. Deswegen ist hier nämlich auch diese kleine Phase dran, weil genau da legt sich dann der Dichtring am Ende rein. Das Ganze gibt es natürlich auch wieder als Verschluss und so weiter. Ja, praktisch könnt ihr alles an dem Auto bauen, wo Luft oder Flüssigkeit durchgeht. Das heißt, auch die Ladedruckregelung zum Beispiel in Dash 4 fürs Pop-Off, fürs Wastegate, kann man alles hier raus bauen. Ich hoffe, das ganze Video wird nicht zu langweilig, aber egal in welchem Video wir so eine Leitung verbauen, Spritvorlauf, Spritrücklauf, Ölvorlauf, Ölrücklauf. Immer wieder kommen die Nachfragen. Könnt ihr nicht mal zeigen, wie man so eine Leitung verbaut? Deswegen habe ich mir überlegt, in unserem Technikon können wir perfekt D wie Dash einmal zeigen. Und dann hoffe ich einfach, dass ihr alle genauso schlau seid wie ich und wisst, wie dieses System zu benutzen ist. Wir machen Folgendes. Gerne würde ich noch ein paar Leitungen verbauen. Wenn ihr es geschafft habt, diese Dash 20 Leitung, wenn ihr das Ding als Spritleitung durch den Motorraum liegen hast, das ist wirklich... JP hat die an dem Super Golf zum Beispiel als Entlüftung. Da liegt wirklich zweimal Dash 20 durch den Innenraum durch. Schon saftig. Das zeige ich euch jetzt aber nicht. Wir nehmen ein kleineres Gewinde. Wir nehmen einfach mal das hier. So, wie verbaut man das Ganze jetzt? Viele denken immer, dass es extrem kompliziert ist zu verbauen. Ist es aber eigentlich gar nicht, man braucht nur ein bisschen Geduld. Wichtig ist, als allererstes muss immer diese Überwurfmutter hier rüber. Wenn ich die Leitung schneide, ich habe sie logischerweise eben gerade schon einmal abgeschnitten, ich nehme einfach immer eine Akkuflex mit einer maximal dünnen Trennscheibe, 1 mm, und schneide wirklich mit der Trennscheibe einfach durch, fertig. Wenn diese anfangen ein bisschen aufzuribbeln, muss man sie leider mit dem Fingernagel so ein bisschen zurückdrücken. Es gibt natürlich die Möglichkeit, jede Stelle richtig abzukleben, anschließend es zu schneiden, damit es nicht aufgeht. Kann man auch machen, ist auch nicht schlimm. Ich mache es aber immer nicht, weil es geht definitiv auch so. Ich gucke mir immer die Stelle an, wo die Drähte am meisten abstehen. An der Stelle fange ich einfach an. Das heißt in dem Fall hier unten. Und dann gucke ich, dass ich möglichst viele Drähte erwische. Und würge das hier so ein. Wenn wir jetzt ein paar umknicken, wie jetzt, macht das überhaupt rein gar nichts, weil das zieht sich am Ende alles fest. Knacken selbst meine Finger schon. So, jetzt seht ihr, hier drin seht ihr jetzt nur noch das Gummi. Jetzt sage ich euch, was ich euch jetzt zeige, macht euer Leben leichter. A, ein Schraubstock, aber das wisst ihr alle. B, haben wir so schöne Alu-Kunststoffbacken. Zack. Ganz wichtig ist, immer ein bisschen Fett nehmen. Das heißt, gerade jetzt dieser Dichtkonus, wo sich das hier reinzieht, lieber zu viel als zu wenig in dem Fall. Wisst ihr selber, das soll ordentlich flutschen hier. So, jetzt spannen wir den Kollegen einfach ein. Krass getan, ne? Sieht man fast gar nicht mehr hier in Rot. Ich hoffe, es ist fest genug. Leitung drauf. Geht am Anfang einfacher, aber irgendwann merkt ihr, wird es schwerer. Dann nehme ich hier unseren Engländer. E wie Engländer. Eigentlich auch witzig, warum das Ding Engländer heißt. Aber wir sind ja heute bei Davy Dash. Und jetzt wird das immer schwieriger. Und man merkt richtig, wie es sich in dem Moment verpresst.
Man muss da auch gar nicht so zaghaft sein, weil eigentlich können die Fittinge, wenn man Alu mit Alu macht, das wirklich ganz gut ab. Dass hier jetzt ein kleiner Spalt zwischen ist, ist überhaupt kein Problem. Muss nicht bis Anschlag, aber das war der Spuk schon. So, das heißt, jetzt könnt ihr euch im Motorraum das Ganze so zurechtlegen, wie ihr wollt. Einmal anzeichnen, Flex durch und das gleiche nochmal auf der anderen Seite. Und schon habt ihr theoretisch eine Leitung komplett zusammen. Auf der anderen Seite müsste ich eigentlich mal ein 90-Grad-Fitting drauf machen, weil dann zeige ich euch nämlich nochmal was Cooles. So, jetzt würden viele schon denken, boah, das ist ja schon viel zu weit aufgegangen. Nee, mit ein bisschen Geduld kriegt man das da ohne Probleme immer reingewirkt. Ich gehe da jetzt so ein bisschen rüber, bis hier oben. Ein bisschen Finger nachhelfen und zack, ist der Kollege auch. Die ersten Gewindegänge kann man auch ohne Probleme so immer per Hand machen. Das ist immer ein bisschen einfacher. In diesem Fall müssen wir es jetzt leider andersrum machen, weil wir können natürlich wegen dem 90-Grad-Winkel das Ganze jetzt so nicht vernünftig verpressen. Also halten. Deswegen machen wir die Leitung einfach so rein. Nehmen wieder unseren Engländer. Es gibt das Ganze natürlich auch noch fertig als Schlüssel. Dash 4, Dash 6, Dash 8, Dash 10, Dash 12. Die sind noch ein bisschen schonender zu den Sechskant hier, weil die an den Kanten noch mal stärker abgerundet sind. Das heißt, man rubbelt nicht so ganz auf den Flächen rum. So, aber genau so stelle ich mir das vor, dass das im Motorsport früher gemacht wurde. Wenn mal wieder eine Leitung undicht war, zack, ein bisschen was von der Leitung abgeschnitten. Und Gewinde neu drauf. Sieht wirklich leicht aus. Viele haben da wirklich Bauchschmerzen mit, das zu machen. Aber ich kann euch wirklich sagen, ist wirklich ganz, ganz easy. Oder was hast du, René? Ja. Du bist so schweigsam. Ich höre dir zu. Du überlegst schon, wo das Dash 20 am Golf verbaut werden kann. Ja. Das wird schwierig. So. Und das Krasse ist, die Fehlerquote mit Undichten ist wirklich, wirklich gering. Also, dass da wirklich mal was undicht ist, merkt man eigentlich, wenn dann schon beim Zusammenbau. Seite Nummer 2. Jetzt kommt das Coole bei Dash Fitting. Bei dem geraden Fitting ist das immer gar nicht so schlimm, wenn ihr gerade was anschraubt. So, jetzt schraubt ihr aber diese Leitung hier an und ihr seht, die Leitung hinten muss ja irgendwo hin. Deswegen haben die Fittinge hier sind zweiteilig, einen Drehausgleich. Das heißt, die Leitung steckt auf diesem Teil und dieses Teil ist mit einem O-Ring gesichert auf dem eigentlichen Fitting. Das heißt, angenommen, wir schrauben das jetzt hier fest, können wir später im Motorraum die Leitung noch hindrehen, wo wir wollen, was definitiv kriegsentscheidend ist, weil als Beispiel, ich mache die jetzt mal nochmal fest, wir tun jetzt mal so, als wenn die Leitung hier verschraubt wäre. Ich bin jetzt hier und will diese Leitung festziehen. Das ginge ja gar nicht, wenn ich da keinen Drehausgleich hätte, weil ich muss ja drehen. Mhm. Sonst kann ich gar nicht. Gibt es ganz oft und dann hast du nämlich den hier. Dann macht die Leitung beim Festziehen nämlich den hier und das kann dir so nicht mit diesem geilen Drehausgleich nämlich nicht passieren. So, jetzt alter Sahara-Trick abdrücken, vorher immer, wenn man will. Achso, ganz wichtig, das können wir jetzt hier in unseren Räumlichkeiten nicht machen. Ausspülen, richtig Bremse rein hier durch. Pressluft durch, weil natürlich Flexen, dies, das, jenes, kann natürlich immer noch ein bisschen Dreck in der Leitung sein. Deswegen vorher immer einmal ausspülen. So, aber wir können ganz einfach jetzt hier, zack, verbinden die beiden. Oben einfach ein kleines Fahrradventil. Schon können wir Druckluft drauf machen, das Ganze unter Wasser halten und schon seht ihr, ob es dicht ist. Würde ich auch gerne zeigen. Wasser haben wir draußen genug, aber hier drin gar nicht. Okay, wir machen erstmal weiter. Das war die Variante für den Niederdruckbereich bis, ich sag jetzt mal 10, 20 Bar geht da ohne Probleme. Jetzt würde ich euch gerne noch einmal die Teflon-Variante zeigen. Die ist ein bisschen anspruchsvoller. Jetzt hier als allererstes, ich weiß nicht, wie oft ich es leider schon vergessen habe, dann ärgert man sich immer richtig. Als allererstes muss auch hier wieder dieses Überwurfteil rüber. Das geht in dem Fall viel, viel einfacher, weil hier so ein fetter Konus dran ist. Also das zieht sich da von selber rein. So, der muss da erstmal rüber. Zack. Jetzt kommt unser spannender Teil, die Dichtolive. Die kommt jetzt dazwischen. Das heißt, auf der Innenseite ist die Teflonseele und auf der Außenseite ist das Geflecht. Du musst bis zum Anschlag da dran. Das war's schon. Jetzt wieder
wie ihr heute gelernt habt, mit dem Fett nicht geizig sein. Ordentlich dran. Jetzt muss ich euch vorher allerdings eine Sache einmal zeigen. Ich habe wirklich schon Leute gehabt, die haben diese Dichtolive nicht verbaut. Und diese Passung alleine von Schlauch auf Fitting ist so krass, dass es Leute wirklich gibt, die es so verbaut haben und es trotzdem dicht ist. Natürlich nicht mit viel Druck, ne? Aber es geht tatsächlich, weil, guck mal, hier ist keine Dichtolive, keine Pressung, gar nichts zwischen. Das flutscht da so gut drauf, dass das schon die halbe Miete ist. Hier geht es jetzt natürlich schon ein bisschen schwerer, weil schon ein bisschen Pressung drauf ist. Aber selbst da, guckt euch an, wie schön das da drauf flutscht. Jetzt Mutter rüber. Erste Gewindegänge immer vorsichtig, weil ist halt Alu. Ziehen das Ganze fest. Ich bin immer so ein Symmetriemonk. Ich kann es nicht ab, wenn die Leitungen nicht parallel zueinander stehen. Das heißt, ich muss so eine Leitung immer, aber ihr werdet das kennen, siehe hier, ich ziehe immer die Überwurfmutter so weit, dass sie natürlich gerade steht und nicht so schräg verdreht ist. Ne? Ja, aber das war schon der Spruch. PTFE-Leitung ist auch verpresst. Nochmal als Vergleich. Dash. Beides Dash 8. Krass, wie viel dünner die Leitung aussieht. Ne? Mhm. Das war's alles. Abdrücken, sauber machen, ab ins Auto. Spaß haben. Ich bin mal gespannt, wie ihr es fandet. Ballert euch die Kommentare voll. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt, was man noch geiler bauen könnte oder was fehlt, gerne erweitern wir das Ganze noch. Dieses ganze Dash-System gibt es natürlich nicht nur bei uns im Shop, sondern gibt noch haufenweise andere Lieferanten dafür. Ich finde es einfach mega geil. Ich weiß, die ganzen Leute im Rennsport feiern es auch. Viertelmeile, Rundkurs. Es ist immer wieder geil, weil als Beispiel gibt es zwei Anwendungsfälle. Variante 1 ist, jetzt geht die Leitung hier kaputt. Was kann ich machen? Flex nehmen, abflexen, wieder Überwurfmutter drauf, wieder verschrauben, ist wieder dicht. Variante 2 ist, es scheuert hier durch, zum Beispiel an der Kardanwelle, auf dem Boden, wie auch immer. Dann kann ich genauso durchflexen, Fitting, Fitting, Verbinder zwischen und weiter geht's. Das heißt, ihr habt quasi Fitting, Fitting und dazwischen einen kurzen Adapter. Deswegen weiß ich, ganz viele haben immer so einen kleinen Kasten mit, wo alles so ein bisschen drin ist und schon kann man hier praktisch Leitung bauen. Du noch irgendwelche Fragen, René? Nö. Ich eigentlich auch nicht. Alles gezeigt, alles erklärt. Sollten Fragen auftauchen, einfach in die Kommentare. Ich denke, für unser Technikon war das ein mega interessantes Thema, weil ich habe gleich A, B, C, D, D, wir müssen Dash machen, weil ganz viele immer wieder fragen. Es gibt noch ein paar Punkte, da gehen wir später drauf ein, wenn es dann darum geht, Hitzeschutz und so weiter. Aber für D wie Dash, denke ich, sind wir gut dabei. Haben euch mal gezeigt, wie man so Leitung verpressen kann. Braucht wirklich alle keine Angst haben, kann jeder selber nachmachen. Ihr braucht nicht viel Werkzeug, außer einen Schraubstock. Ich persönlich würde die Backen dazu nehmen. Ohne Backen geht es natürlich auch, dann macht ihr aber die Leitung kaputt, also die Fittinge kaputt, weil er sie halt direkt hier einspannt. Das war's schon. Mehr ist dafür nicht notwendig. Und natürlich das passende Material. Ist nicht günstig. Im Schnitt kann man ungefähr sagen, kostet so ein Fitting 10 Euro und der Meter Schlauch 15 Euro. Liegt aber halt einfach daran, wenn man vernünftig mit umgeht, ist so ein Fitting übertrieben gesagt verschleißfrei. Das heißt, selbst wenn ihr am Auto irgendwas umbaut, könnt ihr jederzeit das Fitting wieder nehmen. Und die nächste Leitung bauen. Fahrt ihr zu Hansaflex, zu den typischen Fischer-Hydraulik-Läden, ja, ist halt verpresst, heißt einmal im Arsch, gleich neu kaufen. Hier weiterverwenden. Die Backen gibt es auch noch aus Kunststoff, geht auch. Aber wie ihr seht, kann man die Alu-Version ohne Probleme benutzen, ohne dass man zerkratzt. Einfache Nummer, ich würde sagen in diesem Sinne. Ich hoffe, ihr habt es auch ein wenig genossen, weil ihr werdet in den nächsten Jahren mit mir auf jeden Fall noch etliche Dash-Leitungen sehen. Und jetzt könnt ihr euch alle immer dran zurückerinnern, wie ich sie verpresst habe. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.